Spieltag 6 in der stärksten zweiten Liga der Welt. Überragend, er macht es nicht gut, er macht es überragend. Einmal pariert. 4 Spiele, 4-mal Spektakel. Jetzt in dein Flashback, zweite HBL. Und wir starten beim TV Groß-Wallstadt. Der empfängt den VfL Eintracht Hagen und der hat sich gerade von seinem Trainer Stefan Neff getrennt. Der war fast 5 Jahre Coach in Hagen, führte den Verein zurück in die zweite Liga und etablierte den Club dort. Nun steht ein neuer Mann an der Seitenlinie, der bisherige U19-Trainer Pavel Prokopetz. Und der sieht einen tollen Start seiner Mannschaft. Hagen führt schnell 3:1, hier trifft Benedikt Israel. Noch kein Sieg, 2:8 Punkte, so lautet die Bilanz des VfL. Heute soll der erste große Schritt nach vorn gemacht werden. Auch der TV Groß-Wallstadt hat ja vor kurzem seinen Trainer Michael Roth freigestellt. Aktuell steht der Co. Povilas Babarskas an der Seitenlinie und der kann sich erst auf Torhüter Stefan Hannemann verlassen und vorn auf Nils Kretschmer. Der Neuzugang vom HC Elbflorenz ist ja der Torjäger schlechthin momentan. Keiner in der Liga trifft aktuell so häufig wie Kretschmer. Die Führung wechselt rauf und runter. Ein unruhiges Spiel. Hagen dreht das Ganze wieder. Hier für links außen gespielt Benedikt Israel erneut. Der ist aus der Gummersbacher Jugend gekommen. Kurz vor der Pause reißt der TVG die Führung an sich, der selbst erst ein Spiel gewonnen hat in der Liga. Zur Pause steht es 15:12 für die Gastgeber. Hier sehen wir Nils Kretschmer nochmal mit den letzten Worten vor Durchgang 2. Der Neuzugang ist ja direkt auch zum Kapitän bestimmt worden. Ein typisches Zweitligaspiel. Die Phrase "Alles ist möglich" wird hier zum Leben erweckt. Bochmann hält den. Schneller Ball zu Pierre Busch. Ausgleich. Hagen lebt. Insbesondere auch mit Blick auf die Vorwoche, als es gegen Dresden ein 24:39 setzte. Aber je länger die zweite Hälfte dauert, desto mehr schlägt das Pendel für den TVG. Auch wenn sich Hagen verbessert zeigt. Es geht über den Kreis, Patrick Gemp. Und die Führung hält der TVG bis in die Schlussphase. Dann gibt es zwar hier den Anschluss von Jan von Bönig, bester Hagener Torschütze mit 7 Toren, aber ran kommt der VfL nicht mehr. Und Nils Kretschmer, wer sonst, mit dem 28:25. Der erste Sieg für Groß-Wallstadt nach dem Trainerwechsel. Hagen hingegen wartet weiter auf seinen ersten Erfolg überhaupt und ist nun saisonübergreifend seit 13 Spielen ohne Sieg in der zweiten Liga. In Hamm ist Aufsteiger Ferndorf zu Gast. Das Team von Trainer Kevin Klatt ist die bisherige Überraschung der Saison. 8:2 Punkte lautet die Bilanz bislang, das macht Platz 3 für den Aufsteiger. Und auch in Hamm kommen die Siegerländer gut rein. Janko Kevic trifft hier. Der ASV ist noch auf der Suche nach Konstanz. 3 Siege, 2 Niederlagen, das ist die Bilanz bisher. Dazu das bittere Pokalaus gegen Essen. In der Vorwoche verlor man deutlich bei den Eulen. Aber hier führt das Team um Julius Meyer-Siebert. Der Neuzugang netzt hier. Aber Ferndorf spielt es vorn auf den Punkt, ist kreativ. Überragendes Anspiel auf Mathis Michel, der Kapitän mit dem Ausgleich. Wieder ein bemerkenswerter Auftritt des TuS, der bislang erst einmal in Hamm gewinnen konnte, das war 2012. Josep Eres +2 für die Gäste. Hamm bekommt hinten Probleme. Es ist ein spannendes Handballspiel auf Augenhöhe. Daniel Hiddeck, riesig gemacht. Hamm aber jetzt phasenweise auch zu passiv hinten. Hendrik Stock, das geht zu einfach. -3, Aussicht von Hamm. Doch der ASV arbeitet sich zurück, will hier die erste Heimniederlage verhindern. Ian Hüter für Jonathan Dayan. Und dann fällt sogar der Ausgleich. Und er macht ihn rein, Ian Hüter. Offener Schlagabtausch jetzt. Diese zweite Liga ist einfach irre. Aber Hamm verspielt diesen Angriff, die Einladung für Ferndorf. Wahnsinn! Und der TuS macht alles klar, hier in Person wieder von Daniel Hiddeck. Der erzielt insgesamt 9 Tore an diesem Abend. Das Ferndorf-Märchen geht weiter. 34:33 in Hamm. 10:2 Punkte, Platz 2.
Gegenteilige Stimmungslage in Ostwestfalen. Der TuS an Lübbecke hat erst 2 Zähler auf dem Konto, hat auch schon den Trainer gewechselt. Den Auftakt unter Piotr Pschibetski, dem neuen Coach, in der Vorwoche aber in Ferndorf deutlich verloren. Und jetzt zu Hause gegen Coburg? Der Start ist vielversprechend. Schnell gibt's die Auszeit für die Gäste, für Coburg. Coburg kommt in der Anfangsphase hier noch gar nicht in den Tritt. Das ändert sich aber, die Auszeit trägt Früchte. Coburg entdeckt das Torewerfen, Jan Schäfer zum 4:5 und Lübbecke bekommt große Probleme, trifft über 10 Minuten gar nicht. So kann Coburg Selbstvertrauen tanken, Lübbecke verfällt in alte Muster. Jan Schäfer hier mit dem Auge für Jesper Schmidt. Gerade erst hat Coburg im Pokal gegen Stuttgart gewinnen können. Auswärts aber wartet das Team noch auf das erste Erfolgserlebnis. Hier aber sieht es deutlich aus. Lübbecke kommt zu selten in seine Aktionen, spielt zu selten wie hier die Angriffe mal erfolgreich zu Ende. Gens 12:17. Einen überragenden Abend erwischt Janis Falkowskis. Starke Bewegung hier vom besten Torschützen. 11 Mal insgesamt trifft er. Lübbecke konsterniert, zu viele einfache Fehler, zu viel Arbeiten für ein Tor und Coburg kommt zu leichten Treffern. Merlin Fuß, 19:30, längst ist alles klar. Coburg feiert seinen ersten Auswärtssieg und gewinnt deutlich. Am Ende steht sogar ein 34:24 für den HSC und Lübbecke bleibt Vorletzter. Und das Spiel ist vorbei, 24:34. Ja, es gibt Buchrufe, das ist das erste Mal in der Saison. Spot an für den TV Hüttenberg. Die Mittelhessen empfangen den Tabellenführer, den Bergischen HC. Der kommt mit extrem breiter Brust. Noch keinen Punkt hat das Team um Julian Fuchs abgegeben, der hier zum 5:6 trifft. Aber Vorsicht, der TVH hat sich zu Hause schon 2-mal als Favoritenschreck erwiesen. Vor kurzem hat hier schon der andere Bundesliga-Absteiger Balingen verloren. Gefühlvoller Pass von Paul Kompenhans an den Kreis auf Witt Reichel, überragend. Hüttenberg ist voll drin, das zeigt hier auch diese Einzelaktion von Niklas Theiss. Ein tolles Spiel auf Augenhöhe, in dem der BRC aber mit Führung in die Pause geht, weil Morante Maldonado hierzu im Bänge spielt. Auf den Punkt, 15:16. Die beiden sind ja zwei der großen Leistungsträger beim Bergischen HC, die noch mehr Verantwortung seit dem Umbruch im Sommer übernehmen. Wieder Maldonado hier an die Latte. Hüttenberg dann mit der schnellen Antwort durch Tristan Kirschner. Hüttenberg stellt in Durchgang 2 auf eine defensive Deckung um, das hilft und vorn dreht Paul Ohl auf, plus 3. Ein 4:0 auf der Gäste lässt das Spiel komplett kippen, wieder Maldonado für Mbenge. Rein in die Schlussphase, rein in die Crunch-Time, wieder Ohl, Hüttenberg hat auf vieles eine Antwort und ist wieder vorn. Jetzt muss der BHC hier sogar um einen Punkt kämpfen. Und Mbenge ist da, mit der Schlussaktion bekommt den 7 Meter. Da fallen sie 7 Meter. Wie bitter ist das denn? Bei Hüttenberg kommt Yahav Shamir dafür ins Tor. Noah Bayer tritt an. Und trifft. 31:31. Am Ende ein gerechtfertigtes, ein gerechtes Unentschieden. Aber Hüttenberg punktet schon wieder gegen ein Top-Team. Und damit hat kein Club mehr in der zweiten HBL eine weiße Weste.